Was es für uns Restauratoren heißt, sich mit der zeitgenössischen Kunst zu beschäftigen, möchten wir an dem Kunstwerk von Philipp Pareno Water Lilies aufzeigen. Man kann es gar nicht ganz in die Kategorie fassen. Ist es eine Installation? Ist es eine Toninstallation? Ist es ein elektronisches Medium? Wenn man das Museum betritt, ist das Kunstwerk im Teich. Man nimmt es am Anfang gar nicht wahr. Es ist sozusagen transparent und auf einmal bewegt sich die Wasseroberfläche. 10 Wasserlilien, wirklich voll transparent, erzeugen die Vibration auf der Oberfläche und der Besucher ist völlig irritiert. Für die Ausstellung in der Fondation Weiler 2012 hat Philipp Pareno eine dieser Gesamtinstallationen geschaffen, die sich über 4 Ausstellungssäle und den Park bzw. den Teich vor dem Park erstreckt haben. Im Souterrain war ein Film mit dem Titel Se H Z zu sehen. Die Tonspur dieses Films beinhaltet ausschließlich Aufnahmen, die unter der Erde gemacht wurden mit speziellen Mikrofonen. Und diese Tonspur wurde übertragen auf die sogenannten Water Lilies, die auf der Wasseroberfläche Vibrationen erzeugen. Diese Vibrationen auf der Wasseroberfläche sind nicht konstant sichtbar. Das trägt zu diesem Überraschungseffekt, den Pareno beim Besuch erzeugen will, bei. Das Thema der Seerosen hat Pareno unter anderem aufgegriffen, weil er von Claude Monets Triptychon mit demselben Titel sehr beeindruckt war. Es handelt sich dabei um ein Werk von Claude Monet, das sich in der Sammlung der Fondation Weiler befindet, das auch ein Kernstück der Sammlung bildet und das in einem Saal gezeigt wird, das in unmittelbarer Nähe des Teichs, in dem die Waterlilies von Pareno zu sehen sind, gezeigt wird. Die Water Lilies hat Philipp Pareno für die Ausstellung in der Fondation Weiler 2012 zum ersten Mal konzipiert. Das heißt, es gab zum damaligen Zeitpunkt noch viele Fragen, für die es Lösungen zu finden galt. Die Installation Water Lilies besteht aus zahlreichen unterschiedlichen Komponenten, die für den Besucher erstmal gar nicht sichtbar sind. Das bedeutet, dass die Technik und Elektrik unterhalb der Wasseroberfläche anfängt und bis zu uns ins Museum in den Technikraum reicht. Und das bedeutet, dass die Installation eigentlich mit einem Ton startet, der auf einer SD-Karte gespeichert ist und über Verstärker und Kabel durch das Museum in den Teich zu den Water Lilies reicht. Und unterhalb dieser 10 Water Lilies gibt es jeweils einen Sockel aus einem Metallbehälter, in dem sich ein Buttkicker befindet. Und diese Buttkicker kennt man eigentlich aus dem Bereich der Spielekonsole, die man unter das Sofa schnallen kann. Und ja, beim Spielen bewegt sich das Sofa mit. Und ja, in unserem Fall bewegt der Buttkicker aber Plexiglasstäbe und eine Plexiglasscheibe, die zu der Vibration auf der Wasseroberfläche führt. Die große Herausforderung bei einer Installation wie Water Lilies ist die Pflege und das Monitoring der Installation. Dadurch, dass sie draußen im Teich installiert ist und sämtlichen Umwelteinflüssen ausgesetzt ist, sei es nun Wärme und Kälte und durch das Wasser auch Algenwuchs, benötigt die Arbeit einfach eine permanente Pflege. Wenn eine der 10 Water Lilies ausfällt, gibt es verschiedene Herangehensweisen, die für uns aber auch noch sehr neu sind, da wir gar nicht genau feststellen können, an welcher Materialkomponente liegt es denn jetzt, dass die Water Lily nicht mehr funktioniert. Und ist es nun der Verstärker, der unten im Technikraum ist, oder ist es der Buttkicker innerhalb des Metallgehäuses? Man muss bedenken, dass die Installation eigentlich nur für eine temporäre Ausstellung von 4 Monaten in dem Teich installiert werden sollte. Und jetzt läuft sie aber schon seit 6 Jahren, was bedeutet mindestens 8 Stunden am Tag und das 7 Tage die Woche. Und dass da die elektronischen Komponente, die Verstärker und die Buttkicker, einen unfassbar hohen Verschleiß aufweisen, ist klar durch diesen langen Zeitraum. Die Erhaltung von den Water Lilies ist wirklich eine sehr große Herausforderung. Man muss mit so zeitbasierter Kunst eigentlich schon gerade nach dem Erwerb starten. Bei den Water Lilies haben wir gesehen, sind so viele Komponenten involviert und diese Komponenten haben eine unterschiedliche Lebensdauer. Das heißt, der Restaurator muss erstens die Sachen sauber dokumentieren, muss sie begleiten
und muss herausfinden, wo sind die größten Risikofaktoren für die Zukunft, welche Materialien fallen aus. Eine weitere Schwierigkeit ist, dass er das gar nicht alleine machen kann. Das heißt, er ist eigentlich mehr der Networker. Er muss mit Technikern, mit Wissenschaftlern, mit Spezialisten arbeiten. Also bei den Water Lilies ist zum Beispiel der Ton ein ganz wichtiger Punkt. Also man muss mit Soundtechnikern arbeiten. Und man macht das auch nicht hier im Haus nur ganz alleine, sondern um überhaupt abzuwägen, was sind so die kritischen Faktoren, um was geht es dem Künstler, was ist die Intention der Künstler, ist auch immer wieder der Kurator und letztendlich auch der Künstler selber involviert. Das, was uns während dieser Projektarbeit deutlich wurde, ist, dass der Ton eigentlich das Originalelement ist, was es zu bewahren gilt, und dass alle anderen Materialien eigentlich als Träger für den Ton gesehen werden können. Und deswegen ist es so wichtig, dass dieser Ton, der auf SD-Karte gespeichert ist, in irgendeiner Form migriert wird auf andere Speichermedien, damit wir das für die Zukunft bewahren können. Wir hatten jetzt einen wirklich sehr langen Vorlauf und viel Erfahrung sammeln können mit dem Kunstwerk. Und das Erhaltungskonzept ist eigentlich definiert. Ganz wichtiger Part war der Künstler selber. Wir haben mit ihm die Details durchgesprochen. Er möchte die Vibrationen auf der Wasseroberfläche erhalten und auch eigentlich die Materialien so erhalten, dass sie sich auch in der Zukunft nicht unterscheiden. Das heißt, wir werden vor allen Dingen hinter den Kulissen und in der Technik einiges machen müssen, damit die Technik auch in Zukunft überlebt und damit das Wasser, also die Vibration auf der Oberfläche, eigentlich identisch bleibt.